Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die in einer neuen Aufnahmesession. Und mit mir dabei ist die Ruby. Hallihallo. Und der Nexus. Hallöchen. Ja, und wir sind kurz vor der Tag 21 Horde. Das bedeutet, wir können jetzt keine großen Ausflüge machen, weil wir schon 15 Uhr haben. Das heißt, wir können jetzt so ein bisschen an der Basis werkeln und machen und tun. Und ja, dann mal gucken, was dann noch so zustande kommt. Ich habe jetzt ein paar dekorative Elemente vorbereitet am Ende der letzten Folge. Und zwar für die Schmiede. Okay. Ja, ich habe wieder Scheiße im Kopf gehabt. Ist ja nichts Neues. Entschuldigung. Oh, ich hab mich so erschrocken. Ja, dann ist das doch geglückt, ne? Okay, so. So, jetzt, Entschuldigung, erzähl weiter. Nö, ich hab nichts zu erzählen. Ne, ich hab mir einfach mal das Jagdgewehr genommen. Ihr könnt euch ja gerne die beiden guten Schrotflinten nehmen, weil ich komme mit dem Jagdgewehr einfach besser klar und wir haben auch nicht so viel Munition für die Schrotflintengewehre. Wenn ihr euch die teilt, sind es fast 200 pro Nase. Wobei, ich kann noch welche machen, so ist es auch nicht das Problem. Weil wir müssen jetzt natürlich gut vorbereitet sein. Weiß nicht. Birdie kann man so lassen, ne? Ja, komm. Die lassen wir so. Vielleicht offiziell erstmal so fertig. Ich muss nachher noch, oder nicht nachher, sondern irgendwann mal, hier noch Woodframes ersetzen, damit dass die Erde hier nicht mehr zum Vorschein kommt. Aber ansonsten würde ich sagen, ist die Schmiede abgeschlossen. Ist Papier eigentlich nur für die Schrotflinten wichtig oder brauchen wir das auch noch für was anderes? Für Dynamit zum Beispiel. Ja, okay, dann. Musst du das denn reingelegt, die Waffe? In Supply Munition hier unten, also Ammo. Na? Dann mache ich erstmal nur noch 250 Schrotflinten Munition, weil dann haben wir noch 500 Papier ungefähr in der Supply Munitionskiste. Ja. Damit wir noch Dynamit machen können. Munition. Es hört sich so geil an, wenn man in der Schmiede ist und der da gerade was macht und das so schnell geht. So ding, 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 ding. Hört sich an wie in Las Vegas, wenn du gewonnen hast. So, machen wir erstmal eins. Ich muss noch eine Vault-Luke machen. Vault-Hedge. Hast du dir denn jetzt die ganze Munition genommen, Ruby? Ne, nicht alles. Ja, nimm alles. Nimm alles. Und so. Ich mache jetzt noch 250 für Extreme dann. Dann kann der sich auch noch eine Schrotflinte schnappen. Ich hab 100 Einschuss mit der Dingens, das reicht auch. Mit dem Hunting Rifle. So. Die Mauer mal ein bisschen wieder. Ist das überhaupt okay, dass ich mir die das Hunting Rifle genommen habe? Ja. Oder will das einer von euch haben? Frage ich mal so. Kann besser, wenn das rot finde. Okay. Freut so gut, dann kannst du nicht daneben schießen, ne? Ja. Es ist wirklich so, also im Zielen bin ich nicht so gut. Aber die Schrotflinte ist aber auch wirklich gut zum Schießen. Vor allem die, das ist ja die nicht abgesägte, ne? Ja, ich habe extra die genau. Normale gemacht. Noch besser. Also mit der geht das richtig gut. Mhm. So, ich kümmere mich erstmal um die Munition weitermachen hier. Haben da wir noch Fackel drin? Irgendwo. Achso, was? An Stacheln hatten wir ja jetzt 4 Reihen, glaube ich, gesetzt gehabt, ne? Ne, 3 Reihen. Ich hatte gesagt, 4 Reihen kann man später irgendwann machen. 3 reichen vollkommen. Achso, ja, okay. Ich frage nur gerade nach, weil ich gerade zufällig die Dingens gesehen hatte, ja? Ich war fast selber in die Stacheln gefallen. Nicht gut. Aha. Also von der Mauer in die Stacheln, das wäre absolut nicht gut. Wärst du wahrscheinlich tot. So, dann haben wir auch direkt hier eine verstärkte Luke. Aber es fehlt natürlich noch der Turm. Dafür habe ich ja auch schon die Sachen vorbereitet dabei.
haben, da muss ich jetzt mal gucken. Ah, dafür brauchen wir ja das. Ah, verdammt, das haben wir natürlich noch nicht. Nur Extreme ist gerade heute ein bisschen unkonzentriert und müde. Ich hoffe, das klappt alles. Nicht, dass ich hier Du bist runterfall. immer unkonzentriert und müde. Ja, total. Deswegen bin ich auch noch keinmal gestorben in diesem Spiel. Aber heute ist ein bisschen problematisch. Komm, nicht runterfallen. Ja, weil ich balanciere hier gerade auf dem Rand. Und wenn ich runterfall, falle ich genau in die Stacheln. Ach so, Ah, wir könnten ja auch so. mal, wir hatten ja Stein und Clay, haben wir jetzt ja genug. Da könnten wir mal noch ein bisschen die Mauer aufwerten in der Zeit. Mache ich gerade. Oh ja, Entschuldigung, ey. Da wollte ich ja nur erwähnen, dass ich das schon mal Mann, angefangen habe, Mann, 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 Manu. Mann, Mann, Mann. Ich wollte auch gerade nur sagen, hat die Ruby schon vor 5 Minuten gesagt, Junge? Ist ja gut, Junge. So reden wir immer mit Nexus zwischen den Aufnahmen. Ja, ich werde immer voll runtergemacht hier. Ich weiß auch gar nicht, Nein, wie ich das aushalte. muss du durch. Hört euch das an, muss ich durch. Okay. Ja, Entschuldigung, ich bin halt fröhlich und lache halt gerne und auch halt mal fröhlich und so, ne? Ja, hat irgendjemand, Hä? hier hat irgendjemand Was? einen Fehler gemacht. Wo, Was was, denn? wie? Großer Fehler. Deswegen kann es auch sein, ja, mit dem Burgzinn sehe ich gerade, als ich hier den Turm weitermachen wollte. Es ging nicht anders, wenn das so ist. Das Problem ist wirklich diese Ausbuchtungen hier extrem. Ja, genau, Ja, das aber ist. hinten, ich rede hier hinten vom Turm, das ist ungleichmäßig. Guck, Wie hier. ungleichmäßig. Wo bist du denn? Warte mal. Da Das? hinten. Ich komme hin. Ja, und jetzt komm mit. Jetzt zeige ich dir, warum das ungleichmäßig ist. Das Ach haben wir so. vor Okay, gut. 5 Folgen oder 6 Folgen haben wir das besprochen. Ja, ich weiß, wegen den doppelten Dings Ja, da. weil wir hier doppelt machen mussten, weil sonst wäre das nie hingekommen hier. Ja, aber wieso? Und deshalb mussten wir dann so weitermachen. Das ging ja nicht anders. Gut, ich hätte das jetzt von den Türmen aus gemacht und dann in die Mitte, aber naja, dann mache ich das hier aber auch zu, weil das sieht dann doof aus sonst. Ach, das ist ja komplett unsymmetrisch. Ja klar, das habe ich doch ge Ah. das haben wir aber gesagt, Extreme. Ja, das haben wir gesagt. Okay. Und ich habe dreimal gefragt. Ja, du hast ja sogar noch mit angeguckt. Ja, ist okay, wir lassen es so. Oder? Vielleicht kloppe ich das irgendwann noch mal komplett weg. Dann machst du es aber komplett alleine. Ja. Gut. Wenn wir alles fertig haben in unserem Dorf, dann ja. Ja, wir wussten auch nicht, wie wir Boah, hat das jemand halten müssen. Holzball? Warte mal. Ja, Ja, ich ich habe Holz. glaube, da werde ich niemals zukommen. Das schaffen wir Okay. sowieso alles nicht. Ah, die Ruby ist da hinten. Willst du all mein Holz oder Nein, nur die nur Hälfte? so ein bisschen, weiß ich nicht, 50, 60 Stück da oder die Hälfte ist Ach. mir lalle. Ah, Gib dir einfach Verdammt. die Hälfte, warte. Und zack. Ich Dachziegel danke dir. vergessen. Bitte. Dachziegel, Zäune. Nehmen wir mal alles mit. Munition ist auf jeden Fall schon fertig gecraftet. Wenn du dir gleich die Schrotflinte genommen hast, Extreme, kann ich dir direkt die Munition geben, ne? Ja. Dann habt ihr jetzt jeder fast 250 Schuss. Ubi hat, glaube ich, ein bisschen weniger, 195. Aber die rennt ja meistens eh weg. Also wenn ich eine Waffe habe, renne ich eigentlich nicht weg. Außer wenn ich sie nicht in der Hand habe. Das will ich nachher sehen. Ja. Wir könnten auch noch ein paar Scheinwerfer bauen, ne? Ja, könnten wir auch noch. Weil wir haben, glaube ich, 5 Batterien oder so, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Damit Könnte wir hinkommen. vielleicht für die Zuschauer, dann müssen wir nur gucken, wo die Horde herkommt und dann stellen wir die da am besten irgendwie in der Ecke dann auch auf gleichzeitig. Na, dann haben wir wenigstens so viel Licht, dass die Zuschauer das auch gut sehen können. Ja, und ansonsten haben wir auch noch einen Mining-Helm. Ja gut, aber der Mining Helm ist natürlich, hat ja nur eine geringe Reichweite, was Licht angeht. Ja, das stimmt. Jetzt erstmal, dass ich den Turm vielleicht noch rechtzeitig fertig bekomme. Ja. Wäre natürlich super, ne?
Und Ubi und ich werden versuchen, noch die Mauer rechtzeitig fertig zu kriegen. Dann hätten wir ein Riesenprojekt schon mal beendet. Genau. Ja, das auf jeden Fall. Also die Dann habe Mauer ich war dann. schon Oh, heftig. oh. Was ist? Hier hat die Oh, Ruby aber falsch gesetzt, oder hab ich? hä? Was denn? Hier ist das auch wieder so unsymmetrisch. Ehrlich jetzt? Ja. Musst du mal die ganze Mauer kontrollieren. Ich kann natürlich sein, dass ich auch mal einen Fehler irgendwo gemacht habe. Nein, echt? Ja. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ja, hier Nein, muss keine noch Fehler. Extreme, wenn du gleich noch Doch, einen ständig. Woodframe hast. Na, die untere Reihe kann ich ja schon mal fertig bauen. Nö, hier ist ja eigentlich, ich hatte nur ein bisschen gefehlt, aber Nein, ist nein, alles nein, gut. nein, nein, das war gerade noch ganz anders hier. Der Woodframe hier, wo ich vorstehe, lag hier drauf. Und hier, der hier war da. Nein, war hier. So. So. Ja gut, dann ist es jetzt richtig. Ja, einen Woodframe brauche ich noch dann hier auf der Ecke, weil ich habe keinen. Danke. Dann ist die Seite nämlich auch schon fertig. Dann sind drei Seiten fertig. Wir vielleicht noch hin, die Mauer, wa? Ja, klar, ich komme dir jetzt entgegen. Na. Mhm. Sowas nennt man Teamplay. Habe ich den Turm? Ich glaube, den Turm schaffe ich nicht mehr. Ja, wenn wir gleich fertig sind und dann können wir dir ja auch helfen noch. Ja gut, dann werde Genau. ich unten das nicht auf, dann mache ich jetzt nur mal hier oben drauf fertig. Ja, mach fürs Dach fertig. Und unten machen wir Genau. dann gleich schon, wenn wir es noch schaffen. Vor Tag Genau. 21. Aber wir müssen dann auch dran denken, vielleicht die Dinger noch eben zu craften, hier die Lampen. Ja. Das ist das. Und ich habe keine Ahnung, was man dafür braucht. Müsste ich dann erst gucken. Ah, ich gucke jetzt gleich mal. Ich versuche jetzt erstmal nur schnell das Dach zu machen. Ja. Dann mache ich mal die, ne, und so. Ja, und dann machen wir das und dieses und das andere auch noch. Und dann ist es schon lange 22 Uhr. Wir haben es jetzt schon 20 Uhr. Ja, Dann haben zwei wir schon Tag Stunden. 28 heute schon. Ich glaube, ich habe dich zwar schon mal gefragt, aber was war denn deine höchste Horde nochmal, Extreme? Die höchste, die es im Spiel damals gab, die 70er. Und die hat sich dann immer wiederholt. Ach so, okay. Weil höher als 70 gab es damals nicht. War Damals. mein höchstes war Tag 199. Wow. Aber das war auch da, wo ich die Burg gebaut hatte. Das, was Ewigkeiten gedauert hat. So, Ja, Mauer ist genau. fertig. Okay. Müssen hier noch Türen reinsetzen zwar und ne, bei den Türmen, aber das kommt ja noch. Na komm, setz doch. Oh, die Seite. Und das wird wahrscheinlich auch nicht reichen, oder? Oh, der, es fehlt wahrscheinlich eins, ne? Ja, einer fehlt, das war ja so klar. Mann. Egal, hab ja noch Holz dabei, konnte ich schnell craften. So, der Turm ist auf jeden Fall auch fertig. Fehlt jetzt nur noch die Brüstung. Zack. Und die Türen, die setze ich mal eben. Ja. Und welche Verdammt. vorbereitet. Ich gucke jetzt mal, dass ich vielleicht noch die Lampen eben hinkriege. Soll ich denn, wie viele soll ich denn machen? Soll ich alle fünf Batterien nehmen oder Nee, soll. die gute Batterie auf jeden Fall nicht. Die grauen kannst du gerne nehmen. Okay, also die vier grauen kann ich nehmen. Ja, Gravity-Dingens kann erstmal weg. Oh, mein ganzes So, Stahl ist schon aufgebraucht. Rezept da. Ach so, mehr braucht man gar nicht dafür. Ja, das ist ja dann simpel. Wo ist, da ist das. Ach Mist, was mache ich denn? Dann Ich brauchen wir sollte mir jetzt aber das. auch mal die Schrotflinte abholen. Ich kann sie dir auch mitbringen. Du kannst gerne da bleiben, dann bringe ich sie dir mit. Nö, dann kann ich direkt mal meinen ganzen Baukram weglegen. Ja, oder so.
Mache ich nochmal schnell. Was mir auch einfällt, was wir denn, wenn wir dann irgendwann mal vielleicht am nächsten Tag zur Wüste mal kommen würden, dass wir reichlich Aloe Vera sammeln für heilende Bandagen. So rum. Kam jetzt gerade nicht drauf. Heilende Ja. Bandagen. Das kann auch noch weg. So, die drei Lampen sind auf jeden Fall fertig gebaut. Wunderbar. So, Stahlbarren kann ich mal wieder reichlich welche in Auftrag geben. Nein, ich wollte. Ach, shit. Ich wollte ja 4 Stück davon machen. 1000 machen wir mal nicht, machen wir mal. Was? Oh, ist da ein Kreischer? Ja, eine Kreischerin. Okay. So, das behalte ich mal alles im Inventar drinne. Nur noch das Eisen hier weg. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen diesen Cobblestone Box. Ja, ich bräuchte eine Munition, ne? Habe ich oben in die Kiste reingelegt bei Achso. Ammo. Supply Ammo da, weißt du? Ja, okay, habe ich, danke. Boah, musste gerade husten, ey. Was? Ja, Unverschämt. schnell Mikro ausgemacht. Still und heimlich gehustet. Oh, ich musste gerade husten. So, ich würde sagen, wir begeben uns auf die Barrikaden. Ja. Aber ich würde auch sagen, dass wir das ganz schnell auf die nächste Folge verschieben, weil wir sind kurz vor Oh knapp 2 Minuten jo. noch auf diese Folge. Und es ist fies, tut mir sehr leid, aber ich glaube, das ist besser so, weil ihr wisst ja selbst, wie lange eine Horde dauert. Also wir bedanken uns sehr fürs Zusehen. Guckt bei der nächsten Folge gerne rein, dann ist die 21 Horde da und wir sehen uns übermorgen wieder und bis dahin, tschüss. Tschüss.